Da kann wohl keiner mehr helfen. Das tut mir so leid. Großmutter, was ist los? Was hat Großvater? Dein Großvater ist sehr krank, Littlefoot. Krank? Er wird doch wieder gesund, oder? Das weiß ich nicht, Littlefoot. Einige Dinosaurier werden wieder gesund und andere nicht. Ich habe diese Krankheit schon sehr oft in meinem Leben gesehen. Kein Dinosaurier wurde je von ihr geheilt. Es sei denn... Es sei denn was? Es sei denn, man isst die goldenen Blätter von der seltenen Nachtblume. Die Nachtblume? Habt ihr das gehört? Die Nachtblume? Ja, die goldene Blätter hat. Kranke Dinosaurier essen sie und sind geheilt, wenn sie sie rechtzeitig essen. Großmutter, wir müssen die Nachtblume für Großvater besorgen, schnell! Sag mir, Älteste, wo kann man diese Nachtblume finden? Im Land, aus dem wir kommen. Das ist das Land der Nebel. Das Land der Nebel. Hört mich an. Wer von euch führt mich zur Nachtblume? Ich nicht. Ich gehe nie wieder dorthin zurück. Nein, unser altes Zuhause hat sich zu sehr verändert. Langhälse sind dort nicht mehr willkommen. Aber was ist mit meinem Großvater? Es ist zu gefährlich. Komm, Ellie, es ist Zeit. Aber Mama, können wir Littlefoots Großvater gar nicht helfen? Es tut mir wirklich sehr leid, Liebling. Wir können nichts machen. Littlefoot. Ja, Großvater? Littlefoot, ich will, dass du mir was versprichst, falls mir irgendetwas zustoßen sollte. Aber Großvater, glaub mir, nichts wird passieren. Ich werde mich schon um dich kümmern. Du bist noch jung, mein Kleiner. Und deine Großmutter ist nicht mehr so stark, wie sie einmal war. Wenn sich unser Tal verändert, werde ich nicht da sein, um euch zu beschützen. Unsere Verwandten sind stark und ihre Älteste ist weise. Ich finde sie gar nicht so weise. Littlefoot, versprich mir, dass du und Großmutter mit ihnen geht, wenn die Zeit gekommen ist. Aber Großvater, du wirst doch wieder gesund. Versprich es mir. Ich verspreche es. Es ist Zeit, schlafen zu gehen, Littlefoot. Aber ich möchte lieber Großvater helfen. Du kannst mir helfen, indem du dich jetzt schlafen legst. Gibt es denn gar nichts, was ich tun kann? Littlefoot, wir alle müssen lernen, zu akzeptieren, was der große Kreislauf des Lebens uns auferlegt. Nein! Bitte versuch, das zu verstehen, mein Kleiner. Da können wir wirklich nichts machen. Beruhige dich erstmal. Der ewige Kreis des Lebens bringt uns auch viele gute Dinge. Manchmal sogar, wenn wir es am wenigsten erwarten. Das Leben ist schön, mal lauter und mal leis. Zwar geht es immer weiter, aber alles ist ein Kreis, ein Anfang ohne Ende. Warum weiß nur der Wind? Das nennt man das Geheimnis unseres Lebens, mein Kind, denn in ihm wiegen Kreis hält nichts im Leben auf. Keiner hat die Macht, es nimmt alles seinen Lauf. Die Kinder unserer Kinder schließen einen neuen Kreis. So geht es für alle Zeiten weiter. Und weiter, und weiter, und weiter. Wir sorgen für Kinder, bis sie erwachsen sind. Der Kreislauf unseres Lebens bringt den Kindern dann ein Kind. Natur heißt Familie, die uralte
ist der Wahre, das ist der Wunderbare, der magische ewige Kreis. Gute Nacht, mein kleiner Junge.